WM-Qualifikation, 9. Spieltag mit dem Kracher Deutschland gegen Liechtenstein. Genau, und da wird Jogi Löw verabschiedet. Und einige Bayern-Spieler haben bereits genau das getan, sich verabschiedet. Tja, der Virus geht um bei den Deutschen und deswegen einer nach dem anderen abgereist und der deutsche Kader ziemlich dezimiert. Reicht's gegen Liechtenstein trotzdem? Wenn es nach den Buchmachern geht, Radek, könnte es gerade so hinhauen. Die Quote mit 1,01 im Heimspiel sollte Selbstvertrauen genug geben, dass die Deutschen trotzdem als Favorit hier reingehen. Wir haben ja bei Liechtenstein den ein oder anderen Rekord in dieser Qualifikationsrunde erlebt, aber für die Deutschen ist das nur ein Schaulaufen und was willst du bei dem Spiel großartig rausziehen? Die Line? Naja, wir schauen mal auf die Line, wo die Quoten um die 2 ausgeglichen sind. Da müsste Liechtenstein unter 6 Gegentoren oder der 6-Tore-Differenz bleiben, damit man hier eine 1,91-Quote kriegt. Und wenn man bedenkt, das erste Spiel als Deutschland im Spiel 1, glaube ich, unter Hansi Flick mit Bestbesetzung auflief, da gab es, glaube ich, nur ein 2-0 oder 2-1. Ich habe von katastrophaler Blamage gesprochen. Und jetzt fehlen Deutschland natürlich Spieler wie Julian Draxler. Und dafür haben sie halt Riedle, Baku und Maxi Arnold nachnominiert, weil das Spiel in Wolfsburg ist. Haben sie gesagt, ach geh, Maxi, hast du nicht Zeit, ein bisschen bei der Nationalmannschaft vorbeizuschauen. Also Liechtenstein, Asian Handicap, plus 5,5. Da glaube ich, kann man schon mal gegen Deutschland wetten in so einer prekären Situation. Wenn ich auch wirklich keinen Cent auf Liechtenstein setzen würde, ist es für Leute, die mehr Mut haben, glaube ich, eine bessere Wette als Deutschland. Minus 5,5, oder Hendrik? Ja, also Hendrik wird wahrscheinlich sagen, es geht 8-0 aus. Aber im Hinspiel hat Liechtenstein kein Tor geschossen. Da hat Deutschland ja 2-0 sich über die Zeit gerettet. Da haben wir gesagt, Deutschland gewinnt das mit Handicap wegen Hansi Flick. Ich finde jetzt auch tatsächlich die plus 5,5 auf Liechtenstein echt cool. Ich würde sagen, wir schauen, machen ja auch gleich einen Ergebnistipp. Das wäre nämlich bei mir ein 4-0 für Deutschland. Deutschland würde da beide Halbzeiten 2-0 gewinnen, vielleicht die erste 1-0, dann die zweite 3-0, aber was Höheres sehe ich eigentlich nicht so richtig kommen. Danke, dass du da die Quoten gleich abcheckst und da kriege ich eine 8,5, Radek. Was ist denn deine Meinung zum Ergebnis? Ja, ich denke, die Deutschen werden sich schon ein bisschen schwer tun wieder, aber im Endeffekt vielleicht auch ganz gut, wenn da junge, hungrige Spieler, die noch keiner so auf dem Zettel hat, mal eine Chance kriegen. 4-0 finde ich ein echt gutes Ergebnis. Wahrscheinlich geht es so aus, weil da kann ich jetzt irgendwie gar nichts anderes irgendwie finden. Aber das wäre beide Male eben weit unter diesen 6-Toren-Differenz, die man ja bräuchte, damit man das Asian Handicap auf Deutschland gewinnt. Von daher anscheinend wirklich die bessere Option, auf den Außenseiter zu gehen. Außenseiter im Verfolgerduell des zwischen Armenien und Mazedonien gibt es eigentlich auch so recht keinen. Bei diesem Spiel deutet alles auf ein Unentschieden hin. Und das würde dann wiederum den Rumänen in die Karten spielen, die ja auch lauern. Und da ist es hinter Deutschland auch recht spannend. Oder siehst du da was? Ja, anderes? Genau. Also Armenien, Mazedonien und Rumänien haben alle noch einen Shot auf den zweiten Platz. Rumänien allerdings nur, wenn diese Spiele unentschieden ausgehen würde. Und dazu würden wir dann eine 3,4 treffen. Ich glaube, dass ja, die taktische Ausrichtung beider Teams oder was sie machen, wenn es nach 60, 70 Minuten unentschieden steht, ist sehr, sehr spannend, denn die sind ja punktgleich Armenien, aber noch in der Tabelle vorne und Halbzeit unentschieden muss da fast tippen, 0-0, aber wir wollen jetzt nicht so detailliert auf diese Quoten gehen. In der anderen Begegnung heißt es Rumänien gegen Island, da müssen die Rumänen einfach gewinnen. Island mit einer enttäuschenden Gruppenphase. Sie haben, glaube ich, jetzt erst 5 Punkte geholt und haben sich unter Wert definitiv verkauft. Vielleicht wollen sie jetzt den Rumänien in die Suppe spucken. Man weiß es nicht. Mhm. Und ansonsten, wenn wir schnell durchgehen bei diesen sonstigen WM-Quali-Spielen, Aserbaidschan, Luxemburg, ist auch hier so ein Coin-Flip, die Luxemburger gar nicht so schlecht. Bei vielen anderen Spielen scheint es eine klare Sache zu sein, dementsprechend niedrig und nicht der Rede wert sind auch die Quoten bei Schweden, Russland, Spanien, wobei die Spanier gegen Griechenland ist kein Selbstläufer. Oh, Portugal gegen Irland eigentlich auch nicht, aber die Iren sind da halt auch
nicht mehr so gut wie früher. Radek, ich oder wir müssen uns noch einmal korrigieren. Die Tabelle von Odspedia hat nicht ganz gepasst, da hat ein Spiel gefehlt. Rumänien ist tatsächlich Tabellenzweiter, kann hier quasi die zweite Position festigen mit dem Sieg und trotzdem wäre natürlich ein Unentschieden bei Armenien-Mazedonien im Sinne der Rumänen. Ja, und bei der 1,6er-Quote auch Heimfavorit gegen die Isländer. Da kann man unmöglich drauf setzen, das stimmt schon. Unentschieden wäre hier vom Value her wahrscheinlich wieder die bessere Option, aber nichtsdestotrotz einfach Finger weg bei solchen Spielen, wie bei den meisten, weil auf Favoritenwetten kriegst du nicht viel Geld und Außenseiterüberraschungen gibt es hier fast nicht. Außer man spekuliert drauf, dass die Albaner den Engländern das Leben schwer machen. Da würde man eine sehr feine Asian Handicap-Linie auch kriegen, die sehr hoch ist, dafür, dass die Albanier gar nicht so schlecht dastehen. Und dann haben wir natürlich noch zwei interessante Spiele unserer Nachbarn. Die Eidgenossen duellieren sich mit den Italienern. Da hatten wir das Duell ja bei der Europameisterschaft. Italien scheint nach dem Titelgewinn so ein bisschen einen Gang zurückgeschaltet zu haben. Hat jetzt nach ewiger Zeit ja auch mal ein Spiel verloren. Aber ob es für die Schweizer reicht, hier gegen Italien was zu reißen, ist halt die andere Frage. Nichtsdestotrotz würde ich auch nie auf diese 1,65 setzen bei Italien. So sieht's aus. Spannender ist es dahingegen bei unseren anderen Nachbarn, die Österreicher, die ja im Hinspiel gegen Israel komplett blank gezogen haben und unterlegen waren. Jetzt sind sie daheim wieder Favorit. Müssen dieses Spiel eigentlich unbedingt gewinnen. Franco Foda will hier bestimmt nicht mit dem mit der zweiten Niederlage gegen Israel auffallen. Aber ja, die Quoten auch nicht so interessant, wenn man die letzten 4-5 Spiele der Österreicher nach der EM nimmt. Ja, also ich würde auch nicht auf sie setzen. Ich drücke natürlich alle meine Damalde hopp für meine österreichischen Freunde und hoffe, dass sie es einfach ziehen, weil die Chance ist natürlich noch da. Und ich hoffe, dass die Israelis diesmal nicht wieder so überraschen, weil es hat bestimmt dem ein oder anderen Ösi ein Haferpulverkost. Und deswegen die Quote viel zu niedrig auf Österreich. Auf der anderen Seite, ja, muss man wie immer sagen, was haben die denn für tolle Spieler und für einen tollen Kader eigentlich? Hat ihnen nur bisher auch nicht viel geholfen bei dieser WM-Quali und deswegen viel zu niedrig. Und ansonsten sehen wir uns wieder dann beim nächsten Spiel, wenn es dann heißt Armenien gegen Deutschland. Genau, und da möchte ich noch abschließen, wer noch einen richtigen österreichischen Dialekt hören möchte und herausfinden will, ob er den versteht, dem sei die Serie auf Sky Die Ibiza-Affäre empfohlen. Ja, schauen wir gern an. Also, habe die Ehre, servus die Wadl. Servus! Servus!